Hallo liebe Neverland Adventure, mein Haar ist heute wild. Ich erziehe es anti-autoritär, das heißt, es darf auch mal einen Tag machen, was es will. Ich habe das dümmste Spiel auf Facebook gefunden. Es heißt Anna Pregnant Laundry. Vegas Films präsentiert. Vegas ist cool. Vegas Films präsentiert. Das wird sie in ihr Intro schneiden. Was? Es ist... Ist das ein Witz? Was muss ich jetzt machen? Nein, okay. Soll ich die Wäsche in die Waschmaschine tun? Schreibt in die Kommentare, um was? Soll ich es ihr geben? Oh mein Gott. Was macht... Warum ist sie schwanger? Ich habe so viele Fragen. Warum hat sie so eine riesige Waschmaschine? Ach, warum geht immer dieser Pop-up auf? Okay, nochmal von vorne. Ich habe es aus Versehen vor Schock geschlossen, glaube ich. I hate my life. Warum hat sie so eine riesige Waschmaschine, die mitten im Raum steht, quer? Wo ist die Waschmaschine angeschlossen? Warum ist sie schwanger? Warum muss ich ihr die Wäsche geben? Toll. Ja, noch Weichspüler. Darfst du nicht vergessen. Ich muss sie anstellen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ist das ein Level 2? The clothes are clean. Go to the next step. Oh, jetzt wird die Wäsche aufgehangen. Ich verstehe. Jetzt muss ich die Wäsche abhängen. Ich glaube, ich habe noch nie so ein dummes Spiel gespielt. In meinem Leben nicht. Was ist das? Jetzt wird gebügelt. Da in der Ecke sehen wir ihren Freund, ihren Mann. Vielleicht hat er sie aber auch schon längst verlassen, weil sie den ganzen Tag nur Wäsche wäscht. Vielleicht hat sie OCD. Also Leute, ich kann die Spiele, die ich durchgespielt habe, an einer Hand abzählen. Das waren Heavy Rain, Beyond Two Souls, Life is Strange und dann wird's schon eng. Und jetzt kommt Anna Pregnant Laundry Day noch dazu. Ich hab's komplett durchgespielt. Ich kam nicht mal dazu, die bunte Wäsche zu waschen. Ich bin empört. Mir fehlen die Worte. Wer macht sowas? Okay, ich versuche jetzt ein dümmeres Spiel zu finden als Anna Pregnant Laundry. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schätze, es sind dieselben Entwickler. Der eine Entwickler. Der eine zurückgebliebene in der Psychiatrie sitzende Entwickler hat auch Anna Mummy Twins Birth gemacht. Das sehen wir hier an diesem wunderschönen roten Quadrat, wo wir auf Play drücken müssen. Anna Mummy Twins Birth. So, die Storyline geht weiter. Anna hat jetzt all ihre Wäsche gewaschen und die Wehen setzen ein wahrscheinlich gerade. Ich muss ans Handy ihr geben. Die neuen. Was muss ich jetzt... Was? Was passiert denn jetzt? Jetzt muss ich eine Glocke geben. Warum? Trink ein Glas Wasser, bitteschön. Hier, ein bisschen Sauerstoff. What the hell? Das ist ein Scherz, das ist ein Scherz. Oh, endlich. Wir können ins Krankenhaus. Was mache ich denn jetzt mit dem Schwamm? Muss ich hier alles sauber machen, Fenster wischen oder was? Hier alle... Was mache ich denn da? Ach, das andere Baby. Ach, von dem ganzen Geburtsrotz entfernen. Was nur? Was mache ich? Ich durchtrenne die Nabelschnur. Anna hat zwei Babys im Arm und klemmt da die Nabelschnur ab. Und was? Das macht man nicht alleine. Du bist ein Junge, du kommst ins blaue Bett. 3,76. Was? So viel kostet das Baby oder was? Natürlich kostet ein Junge mehr als ein Mädchen. Ist so auf dem Babymarkt. Ich finde es schön, dass es zensiert ist durch kleine Blümchen. Ich nenne es Herbert. Herbert schlaf recht fein. Jetzt machen wir ein Babyburrito. Eieiei, lass mich raten, das gleiche nochmal mit Eo. Okay, wir haben Herbert und Gundula. Schlafen jetzt, Babyburrito. Ja, ich nehme Medikamente.
Das ist ein sehr gesundes Bild, Kindern beizubringen, dass man Drogen nimmt. Noch eine. Mit Ecstasy lässt es sich auch viel besser das Baby halten. What? Ich hab's durchgespielt. Meine Liste an Spielen wird immer länger. Nichts an diesem Spiel. So, jetzt haben wir Wäsche gewaschen, wir haben zwei Babys gekriegt. Und jetzt spielen wir das nochmal. Nein. Ich bin total süchtig geworden nach dieser Art von Spielen. Nein, Elsa Washing Toys. Oh Gott, bitte. Ich bin so ein Fan geworden. Help Elsa wash the Christmas toys in a brand new holiday game. Meine Träume wurden erhört. Erstmal kommt eine rechte Klage von Disney. Oh, wir folgen wieder der gelben Hand. Wir müssen nichts entscheiden. Was passiert denn, wenn ich das in die Toys machen will? Nein, passiert gar nichts. Okay, ich gebe sie wieder in die Hand. Anna war schwanger, hat einen Waschzwang, hat OCD, hat dann Zwillinge bekommen mit einem sehr weirden Mann-Ding. Nun wurde sie ersetzt von ihrer Zwillingsschwester Elsa. Ich bin so gespannt, was als nächstes kommt. Wie werden wir die Spielzeuge trocknen, frage ich mich. Mit einem Föhn! Oh mein Gott, meine Lebenszeit. Ich sehe sie vorbeiziehen. Warum wasche ich Spielzeug und packe sie in eine Box? Und ich habe es durchgespielt. Are you fucking serious? Are you fucking kidding me? Wer macht das? Und warum? Ist meine größte Frage. Ist das irgendein Anna Tanning Solarium? Anna wants a new look that includes a beautiful tan and really cool tattoos? Rotes Quadrat. Das bedeutet Qualität. Ich glaube, das ist das beste Spiel. Anna Tanning Solarium. Also Anna ist wieder Single und sie muss sich durch Prostitution ihr Geld verdienen, weil sie ja zwei Kinder hat und die irgendwie ernähren muss. Und jetzt... Was passiert jetzt? Das erste Mal in allen Spielen, dass ich etwas komplett alleine aussuchen darf. Und ich nehme natürlich meine erste Entscheidung. Was? Wozu? Okay. Ich möchte mal... Wozu brauchen wir jetzt eine Zange? Ist eine ganz einfache Frage. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich komme auf keine vernünftige Antwort. Nur die Zange klippen wir uns. Das ist so dumm. Wer macht das? Du hast dir den ganzen Schmuck gerade kaputt gemacht. Okay. In die Haare. Ich stelle mir vor, das spielen kleine Mädels. Und liebe Männer, stellt mal vor, ihr würdet mit so einem Schönheitsideal die ganze Zeit aufwachsen. Das ist so furchtbar. So, Aftershave. Aftershave. Lichtschutzfaktor. Für das Solarium. Puh. Oh, bitte können wir jetzt... Danke, ich möchte den Solar... Anna's ready. Wir machen Dark, oder? Soll richtig Hautkrebs kriegen. Euer schön paar Sterne. Ganz, ganz... Und ich hab's durchgespielt. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Resurrection, Emergency, Anna. Bring Anna back to life in a brand new Doctor Game. Ich will sie so gerne. Das ist ihr Mann. Sie sieht ziemlich glücklich aus. Weiß auch nicht, was da ist. Legen wir sie mal hin. Da ihr Mann, der psychopathisch veranlagte Krankenpfleger, sie nun ersetzt hat mit Elsa, die ja den ganzen Tag Spielzeuge wäscht, wollte sie Selbstmord begehen und hat eine Überdosis Tabletten genommen. Und jetzt müssen wir sie wieder schocken. Was passiert denn jetzt? Also manches ist auch ein bisschen too real, ne? Sie scheint mega happy zu sein. Okay, das kann nicht gesund sein. Und... noch ein paar Drogen.
Ich hab's nicht gespielt, ich kann nicht mehr. Diese ganze Storyline. Degenerierter, psychopathischer Krankenpfleger, Suizid, es ist alles dabei. Es ist alles dabei, was sich das Kinderherz wünscht. Okay, Elsa Sauna Real Life. Nee, ich kann nicht mehr. Es ist alles erzählt. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin emotional total mitgenommen. Was lernen wir draus? Wäschetrennung führt zu OCD, Frühgeburt, Prostitution und Suizid. Tschüss.